Willkommen zu einem neuen Part von Necrovision. Was haben wir im letzten Part gelernt? Im Ersten Weltkrieg stopft man schon mal mit einem Mech rum. Ist natürlich völliger Quatsch, aber man sieht bei dem Spiel halt, dass sie mit der Geschichte nicht so im Einen sind und das noch ein bisschen modifizieren. Wir haben aber unseren Mech behalten, so wie das aussieht, und müssen jetzt Hans Zimmers Armee weghauen, die da noch am Rumcampen ist. Und wie könnte das besser gehen als mit einem Mech? Jetzt muss ich mal gucken. Okay, der ist weg. Da hinten stand. Hey! Ein bisschen. Hey! Was hat denn da auf mich? Hier da oben oder was? Fertig da! Was tut man nicht? Da hinten habe ich aber noch einen gesehen. Seh dich doch da oben! Putz. Hab ich den? Eigentlich unfair, dass die von oben auf mich feuern können und ich nicht. Da oben steht noch einer. Putz, den habe ich aber erwischt. Und nach oben. Den habe ich. Es ist halt schwierig hier. Das muss man in der Ego-Perspektive machen. Trifft man ein bisschen mehr. Seh dich doch da. Oh! Zerstörbare Umgebung. Necrovision. Sag mal, kann das sein, dass ihr da immer nachspawnt? Ich muss mal Gummi geben. Ich habe da keine Zeit, mich zu lange mit denen zu beschäftigen. Weil ich glaube, die haben Infinite Spawns. Und kommen jedes Mal wieder. Immer weg, du ebenfalls. Du auch. So, ich gehe mal weg, weil ich glaube, die haben. Aua. Die haben Infinite Spawn hier, so wie das aussieht. Ja. Und wir haben diese bösen. Aha, ein Tank. Natürlich suboptimal. Ui, 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 ui. Sind da überall die verdammten Typen? Ja, es geht halt Schlag auf Schlag. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Hat denn Hans Zimmer die alle aufgetrieben? Mir erzählen, dass du. Oh. Weh, die kommen auch noch dazu und wollen mich ans Leder. Das wäre dann suboptimal, aber ihr seht, ich habe schon mal gelitten. Extrem. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es sieht immer so nach wenig. Sieht immer so nach wenig aus, wo die ganzen Herrschaften herkommen. Wir safen hier mal. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen öfters speichern, weil die haben jetzt dann bald schon meinen Mech kaputt gemacht. Mit ihren eigentlich handelsüblichen Waffen, obwohl das faktisch nicht möglich ist. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Dich habe ich gesehen da drüben. Voilà. Noch einer auf mich. Wo ist denn der? Zeige er sich, dass ich dich mal sehen kann. Bist du denn? Hier bist du. Euch beide habe ich gesehen. Das ballert auf mich. Wer da? Weg da. Was ballert denn da auf mich? Irgendwas feuert wieder auf mich, fragt mich aber nicht von wo. Du da wieder. Ja, na, feuert da schon wieder auf mich. Wo ist denn der? Könnt ihr ihn sehen? Ah, die haben da einen Tank am Start.
Den Hammer, den Tank. Möchtest du da hinten noch jemand? Möchtet sich da noch jemand? Du siehst mich nicht durch die Wand. Verdammt. Sobald er sich wegdreht. Guck meine. Oh, Sieg! Sieg über die beiden overpowerten Tanks. Ich bin wieder zu leise, ich weiß es. Aber irgendwie werde ich von so vielen Seiten wieder mit Sinneseindrücken zugeschmettert. Ja, mein Freund, sich das gelohnt hier zu campen für dich? Ich weiß nicht. Der Verein hier. Wo kommen die alle her? Oh, schaut mal, Stonehenge. Und ich da drüben hab ich auch. Oh, nee, 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 Stein auf dem Kopf. Da hinten ist einer. Den hab ich gesehen. Oh, da kommt sogar ein Tank. Den. Kommt, nein, nicht der her. Ist der sich aus der Wand geglitscht oder was? Boom. Kann die also auch wegnehmen, die Flugzeuge. Scheinen die wohl auch einen Einfluss zu haben auf das Schlachtfeld. Oder? Sieht's aus. Boom. Man kann jedenfalls damit Stonehenge zerstören. Warum nicht? Was auch immer das einem. Seht ihr das, was ich dort hinten sehe? Ist dort hinten ein Skorpionpanzer? What? Oh. Das. Oh. Das tut mir leid. Wollte nicht auf dich draufstehen. Ja, jedenfalls ist dort hinten ein Skorpionpanzer. Warum auch immer. Ja. Gefällt mir irgendwie gar nicht, dass da ein Skorpion-Tank rumgammelt und auf mich wartet. Bei Stonehenge. Komm ich hier durch? Ja, aber im Schleichtempo. Okay, ich habe ja schon irgendwann mal irgendwas gesagt von einem Skorpion-Panzer. Ich dachte aber, das sei ein schlechter Scherz der Entwickler gewesen. What? Was ist da los? Okay. Das ist der Skorpionpanzer. Così, Zimmermann. Finalmente ci incontriamo. Naturale. Sai, ragazzo, mi spiace tanto per te. Quest'arma è troppo potente per te. Perciò distruggerò prima te. Poi distruggerò gli uomini della mia unità. E infine gli interi eserciti britannici. Oh, der hat so eine künstlich runtergestellte Stimme. Non hanno creduto in me. Volevo condurre la mia unità, vincere la guerra per loro, ma non mi appoggiarono. Ma quando scoprì la grotta e tutti quei congegni, finalmente avevo trovato quello che avevo cercato per tutta la vita. Potevo essere qualcuno, fare la storia, cambiare la guerra, ribaltare le sorti. Camminare sull'acqua? Questa è la tua ultima ora. Mi mostrerai il dovuto rispetto. Was macht ein Skorpionpanzer hier? Bevor wir machen hier einen Save, weil ich weiß nicht, wie stark dieses Ding ist. Toll. Komm ich. Heißt das, der kann sich immer wieder boosten? Wow! Wow! Wow!
Mein Mac ist gleich im Arsch. Bewusst so gewählt. Ich weiß irgendwie nicht. Ich weiß, dass man. Ich weiß einfach nur, dass der Tank sich jedes Mal regenerieren kann. Auf mich zu stechen. Ich kann auf ihn schießen, das ist kein Problem, aber sobald ich auf ihn feuere, kommt er mit seinen Drohnen der Verdammnis und killt mich. Und jetzt regeneriert er sich wieder und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn stoppen kann, weil die Drohnen... Und jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Na toll. Jetzt soll ich gegen einen Panzer. Ist das bewusst so gewählt oder? Aua. Okay, hier komme ich nicht weg. Bin eh gleich tot. Ja, das ist natürlich weniger lustig. Erstmal, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Lustig. Auf mich zu schießen zu wollen. Ja. Aua. Ist weniger nett von ihm. Ja, Problem ist halt einfach, dass ich tot bin gleich und nicht weiß, wie ich ihn schlagen soll. Das wird sich dann wohl erst im nächsten Part klären, weil ich nicht genau weiß, wie ich gegen den bestehen soll. Hat er den Stein gehoben? Ja, hat er. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen den bestehen soll, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich den... Ah, mein Freund. Sicherlich. Der zerfetzt halt einfach alles. Ah, mein Freund. Macht Spaß dort hinten. Naja, meine einzige Chance wäre der Mac gewesen, aber der ist am Arsch. Keine Ahnung, wie ich den plätten soll. Deswegen werde ich hier auch verfrüht einen Schnitt machen und werde mir mal offscreen überlegen, wie ich den wegbekomme, weil ich keine Ahnung habe, wie das vonstatten gehen soll. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.